Mr. Mike. Yo, ist Mr. Mike. Heute ein kleines Video über etwas Privateres, kann man so sagen. Und zwar meine To-Do-Liste, Dinge, die ich noch erreichen möchte, machen möchte, bevor ich sterbe. Ich glaube, so eine Liste hat eigentlich jeder. Oder ich finde, zumindest sollte man sowas haben, weil es gibt einfach irgendwelche Sachen, die man machen, erreichen möchte, bevor man stirbt, oder? Ich finde, sowas hat mit Sicherheit jeder. Doch die meisten, was ich sehr schade finde, doch die meisten nehmen diese Liste gar nicht zu ernst, weil sie sich vielleicht von Haus aus dann auch schon sagen, ah, das werde ich eh nicht schaffen, ah, das werde ich eh nie erreichen, das werde ich eh nicht machen. Weißt du, das ist so, das finde ich sehr schade, weil ich finde, das sind Punkte, die müssten einem wichtig sein und natürlich umso wichtiger dir diese Punkte sind, umso mehr Zeit wirst du drauf bringen, um es zu erreichen, um es zu machen. Ihr wisst, was ich meine. Ich finde das wirklich sehr wichtig. Egal was. Ne? Wo geht's schon los? Einen Dank schaffen zum Beispiel. Ne? Als Basketball jetzt. Oder einen Crossover, einen Ankle-Breaker, alles mögliche in der Hinsicht. Was ist noch beliebt? Vor allem bei uns Männern. Ne? Ein Dreier mit zwei Frauen zum Beispiel. Das ist wirklich... Ich habe mal eine Statistik irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich wahr ist. Ich glaube, die war 80% oder 70%. Die war ziemlich hoch, dass sich wirklich jeder zweite Mann irgendwie in der Art einen Dreier mit zwei Frauen wünscht. Ne? Jetzt kommt ein privates Thema. Das habe ich zum Beispiel schon nicht mehr auf meiner Liste, weil, ja, man habe ich schon abgehakt. Verstehst du? Und da denkt man sich natürlich, oh, wie geil, toll. Und wenn du es da mal hattest, ich hatte es sogar zweimal, dann, Alter, denkst du dir, oh, ja, hat jetzt doch nicht so gepasst, war jetzt doch nicht so geil, wie ich mir vorgestellt habe, aber vielleicht waren es auch die falschen zwei. Man weiß es nicht, ne? Obwohl es waren ja dann vier. Es ist ein kompliziertes Thema. Wie gesagt, das ist auch situationsbedingt. Das war schon ein bisschen zu viel preisgegeben, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, ne? War jetzt schon sehr ehrlich von mir. So, Mann, was hatte ich noch? Zu einem NBA-Spiel fahren natürlich, hatte ich jahrelang, seit kleines Kind, wo ich Basketball spiele, wo ich NBA gucke, gedacht, ja, Mann, unbedingt, das ist auch, war Nummer eins. Habe ich auch schon abgehackt, wie viele NBA-Spielen war ich schon? 5, 7, weiß ich schon gar nicht mehr, weißt du, muss ich jetzt gar nicht mehr. Da bin ich schon total befriedigt mittlerweile, NBA-Spiele brauche ich nicht mehr. Noch irgendeinen NBA-Spieler treffen, Michael Jordan wäre cool, aber es ist nicht wirklich auf meiner To-Do-Liste. Und wirklich auf meiner To-Do-Liste Nummer 1, ne, jetzt hier, um auf den Punkt zu kommen, ist bei mir wirklich mit meiner Tochter nach Florida zu fliegen ins Disneyland. Das ist Liste auf der Liste Nummer 1. Letztes Jahr, 2022, war ich ja mit ihr in Paris, in dem Disney World, aber das stinkt natürlich total ab gegen das in Florida. Ne? In Florida war ich schon dreimal, Alter. Ich war wirklich schon dreimal im Disneyland Florida. Kannst du dir das vorstellen? Und ich sagte, es war jedes Mal wieder so unglaublich fett. Und natürlich für ein Kind ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Level. Das ist nochmal viel krasser. Und ich war schon, einmal war ich als Kind und zweimal als Erwachsener. Da war ich schon über 30. Ich habe es so gefeiert. Ne? Immer noch, auch über 30. Disneyland, da bin ich echt, ich bin Fan davon. Ne? Das ist auch wieder sehr privat. Aber ist geil. Mit der Tochter natürlich, ey, das wäre so fett. Und die wird natürlich da abgehen, weißt du, das ist ja, was gibt Schöneres? Disneyland, da sind alle da. Alle sind da. Der Super Mario, der Yoshi, alle sind da. Natürlich Spaß. War jetzt nur ein Test, ob du mitkommst, dass die nicht bei Disney sind. Ne? So, so sieht's aus. Oh, gibt's nicht mittlerweile auch Marvel Studios, Marvel World bei Disney? Haben die nicht was neu gemacht? In Japan gibt es zum Beispiel Super Mario World mittlerweile, gell? Nur in Japan. Ist auch so auf meiner To-Do-Liste eigentlich so ein bisschen, nach Japan. Dann auch so, natürlich verbunden mit Super Mario World, das wäre natürlich auch cool. Japan ist so ein Land, wo ich gerne hin möchte. Nur mal zum Gucken, ich glaube nämlich essenstechnisch und sonst so nicht so cool. Nach China würde ich noch gerne, das ermöglicht mir hoffentlich Peak eventuell mit einem Sponsoring in der Art, dass ich da ein bisschen zocken kann, obwohl China schreckt mich ein bisschen ab wegen Essen, weil das ist noch doch eine andere Esskultur und da Schnitzel und Pommes finden ist ein bisschen schwierig. Da denke ich mir, fuck, und die Sprache ist auch ziemlich heavy. Da komme ich auch noch mit Englisch, mit schlechtem Englisch weiter. Ne? Mit schlechtem Englisch kommst du überall weiter, normalerweise. So, und das ist halt wirklich schon echt meine To-Do-Liste, die wichtigsten Punkte, die ich so in meinem Leben habe. Mehr habe ich gar nicht. So Reichtum, Millionär werden, gar nicht. Ne? Wenn dann an dritter Stelle, obwohl das sollte auch als erster kommen, Gesundheit natürlich, aber Gesundheit auf To-Do-Liste, ja, hatte ich letztes Jahr, weil letztes Jahr war ich wirklich echt enorm krank. Daher
habe ich das jetzt gerade, aber das darf man nicht vergessen. Ne? Wertschätzung, sehr wichtig, jetzt mal gesund sein. Daher muss man immer tagtäglich im Kopf behalten, sei froh, glücklich, dass du gesund bist, das Wichtigste schlechthin. Ne? Und ansonsten habe ich echt, das sind meine Punkte für die To-Do-Liste, wo ich sage, das muss ich noch machen, bevor ich sterbe. Natürlich das Disney World, Florida, am besten umso früher, umso besser, aber es ist halt auch teuer verbunden, weil Disneyland schaffst du nicht in ein, zwei Tagen. Es sind vier Parks, was ich weiß, wo ich noch da war. Da brauchst du locker eine Woche, ein bisschen stressfreier, dann nach Florida auschecken natürlich. Universal Studios war ich auch schon, kann man sich auch geben. Es ist, ich liebe Florida, Mann. Florida, war ich viermal Florida, dreimal Florida. Dreimal Florida, Miami war ich, die Keys war ich. Habt ihr das Video gesehen? Habe ich hier auch hochgeladen. Das ist aber auch schon 10 Jahre her. Alter, ich mache schon so lange YouTube, Alter. Ne? So sieht's aus. Ja, Mann, meine To-Do-Liste kurz und bündig. Würde mich interessieren, was ihr habt. Vor allem, wenn ihr vielleicht besondere Punkte habt, dass ich sagen könnte, hey, Mann, geil, auf das bin ich noch gar nicht gekommen. Das könnte man echt machen. Könnte man. Das ist der Punkt bei einer To-Do-Liste. Könnte man machen. Das ist dann schon so, oh, das ist nicht eine To-Do-Liste. Ne? To-Do-Liste ist wirklich so, Mann, das muss ich. Das will ich, das muss ich, das mache ich. Das ist eine To-Do-Liste. Weißt du, das ist so. Das ist der Unterschied zu einer richtigen To-Do-Liste und einer To-Do-Liste, wo du denkst, oh, wenn es sich ergibt, ne? Finde ich der große Unterschied. So, Mann, also, Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. 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 Mike, Mike.